In der vergangenen Woche ist Christoph Daum im Alter von 70 Jahren gestorben. Er war mehrfach bei uns im Kölner Treff und stets ein toller Gast und feiner Mensch. Und in Gedenken an Christoph Daum zeigen wir Ihnen jetzt das letzte Gespräch mit ihm im Kölner Treff. Das war im Februar 2023 mit Bettina Böttinger. Waren Sie eigentlich überrascht, wie groß die Anteilnahme war, als Sie im vergangenen Jahr bekannt gemacht haben, dass Sie an Krebs erkrankt sind? Ja, selbstverständlich, und ich möchte auch hier nochmal die Sendung nutzen, um mich bei allen zu bedanken. Also das war nicht nur im deutschsprachigen Raum eine Riesenresonanz und Zuspruch, das ging über Kapstadt, Sao Paulo, USA, also aus allen Ecken dieser Welt haben Menschen, mit denen ich ja, zusammengearbeitet habe, Kontakt habe, mir Zuspruch gesendet. Also ich kam gar nicht mehr mit der Beantwortung nach, weil du möchtest natürlich solche Dinge auch persönlich beantworten. Und habe das dann, was ich gar nicht so sehr mag, mit so einem Instagram-Account, also bin ich nur ab und zu drauf, aber da habe ich mich dann bedankt und komme sofort gleich, was weiß ich, paar hunderttausend Dinger zurück, das like ich oder wie das heißt. Und ich denke ja, Sie werden nicht mehr überrascht, das tut doch gut. Ich glaube, krank zu sein und sich allein zu fühlen, ist besonders schlimm. Das ist eine sehr individuelle Sache. Also es gibt Leute, die machen das mit sich selber aus. Ich war in meinem Beruf immer ein bisschen mehr Einzelkämpfer. Das heißt, als Trainer bist du oft die ärmste Sau. Also wenn was schief läuft, wird nicht so ein Vorstand gefeuert, nicht ein Manager, nicht ein Spieler, sondern der Trainer. Und insofern musst du schon lernen, oder muss ich lernen in meinem Beruf, den ich auch 40 Jahre ausgeübt habe, so als Einzelkämpfer zurechtzukommen. Das heißt, ich hatte nicht so große Probleme mit dieser, ja, dein Leben veränderten Aussage. Also das Leben bekommt auf einmal eine ganz neue Richtung. Es ist vielleicht so im positiven Sinn, ich will jetzt auch nicht so negativ schreiben, wie wenn du ein Kind bekommst. Dann kriegt dein Leben auf einmal auch einen ganz anderen Sinn und einen ganz anderen Inhalt. Bei mir war es eine negative Nachricht, und dann bekommt dein Leben auch eine ganz neue Richtung und einen ganz neuen Sinn. Und da musst du dich erstmal langsam drauf einstellen, weil es kommen apokalyptische Aussagen und dann kommen auf der anderen Seite auch wieder sehr hilfreiche Aussagen. Aber was meinen Sie, Herr Daum, mit das hat dann auch einen Sinn oder es bekommt einen Sinn? Ist ja schwer, nach einer Diagnose dem schon einen Sinn abzugewinnen. Die Gesundheit bekommt wieder einen Sinn. Solange du nicht krank bist, ist Gesundheit was Selbstverständliches, was du einfach so gottgegeben mit hinnimmst. Nur wenn die Gesundheit mal flöten geht, ja, da fängst du auf einmal darüber an nachzudenken. Und so war das auch bei mir, das hat man eben von Judith Rekers gehört. Klar habe ich die Ernährung auch jetzt umgestellt. Ja, Krebs mag keine Himbeeren. Ich fand ein super Buch, was unheimlich viele Ernährungstipps gibt. Ich habe fast meine ganze Ernährung auf vegan umgestellt und finde das auch ganz toll, was Frau Rekers hier macht und Leute animiert, dass wir auch da wieder ein bisschen mehr Bewusstsein darüber bekommen, auch Qualität zu essen zu und merken, damit unserem Körper zu helfen. Was einem dann gut tut. Das merkt man ja, ja, ne? Wenn man gesundes klar. Zeug isst. Dann nee, sehr, sehr gut. Nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper. Aber, Herr Daum, vor ich glaube 11 Jahren, im Jahr 2011, waren Sie schon mal an Krebs erkrankt, nämlich an Hautkrebs. Und das haben Sie ja beschrieben in Ihrer Biografie, über die wir hier vor Jahren gesprochen haben. Und da haben Sie es für sich behalten. Warum? Was war da die Überlegung oder gar die Angst? Nee, ist keine Angst. Es ist einfach mal wieder so, du bist bekannt und willst jetzt irgendwo so eine Mitleidsorgie auslösen oder irgendwas, das sagst du, weißt du was, halt lieber die Klappe. Es war ja auch so, dass nach drei Operationen ich dann die Nachricht bekam, alles ist weg. Alle Tests haben ergeben, dass ich eigentlich Hautkrebs befreit bin, wobei man immer wieder da Opfer werden kann, wer zu sehr da in der Sonne liegt, aber das mache ich alles nicht mehr. Und da habe ich eben das Schweigen vorgezogen. Jetzt muss ich sagen, ich finde auch ganz toll, dass wir diese Sendung haben, und ich will jetzt keine Betroffenheitssendung hier machen, das liegt mir überhaupt nicht am Herzen, sondern diese Sendung nutzen, dafür bedanke ich mich auch, den Leuten mitzuteilen,
geht in die Vorsorge. Ich hatte keine Symptome, ich hatte keine Schmerzen, überhaupt nichts. Das war eigentlich so ein Zufallsbefund, weil ich jedes Jahr wirklich einen Leistungscheck mache, immer meinen Gesundheitsstatus überprüfen lasse. Und dann sagt da einer, da ist irgendwas am Herzen. Das muss man untersuchen lassen. Das lasse ich dann mit so einem PET-CT untersuchen. Herz war alles in Ordnung, war eine ganz normale Anomalie, also nichts Schlimmes. Aber in der Lunge, meine Güte, da spielt sie was ab. Ja, und dann habe ich dann so eine Kontrastaufnahme von der Lunge machen lassen. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, da ist was, das haben sie rausoperiert und dann waren das Metastasen. Damit hatte ich natürlich nie gerechnet. Der Operateur sagte, da ist nichts Schlimmes, ein paar Wochen machst du wieder Sport. Ich bin auch fröhlich rausgegangen und ich kann noch mal sagen, ich habe einen Zufallsbefund und ich glaube, dass viele, wir haben ja auch unterschiedliche Stadien, Stadion 1, 2, 3, 4. Und wenn du im Stadion 1 der Krebs festgestellt wird, hast du unheimlich hohe Heilchancen. Die Medizin, dafür müsste eigentlich hier ein Arzt eingeladen werden, der kann halt viel besser erzählen als ich, die hat sich so rasant entwickelt. Das ist heute wie mit den Mobiltelefonen. Denn alle zwei Jahre musst du wegschmeißen und neue kaufen. Und so entwickelt sich auch. Ja, ist die Medizin aber sinnvoller als der Abfall von Mobiltelefonen, muss ich mal eben einwerfen. Nee. Aber morgen ist ja Weltkrebstag. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, ich möchte gerne auch in Kölner treffen und möchte bitte nochmal appellieren. Und ganz ehrlich, mich überkommt auch gerade wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich mir voll im Kopf überlege, wann war ich denn jetzt eigentlich zum letzten Mal zu so einem Gesamtcheck oder so? Ja, hallo an meine Hausärztin. Ja, es ist gut. Es ist gut. Wenn man nur einen retten, hat sich die ganze Sendung gelohnt. Ja, das ist so. Das ist so. Sie waren ja ein Trainer, der schon ganz früh, 80er, 90er Jahre, auch so auf mentale Trainings gesetzt hat, ja, also auf die Psyche auch, aber im Leistungssport. Wie haben Sie sich denn nach der Diagnose, da ist dann doch was mit Metastasen, wie haben Sie sich denn aufgebaut? Also es muss ich sagen, ein ganz wichtiger Aspekt, der mentale Aspekt, wie ich damit umgehe, weil viele ja, in die Situation reinkommen und sagen, Mann, warum passiert ausgerechnet mir das? Ja, ich habe mich eigentlich immer ganz gut ernährt, war immer sportlich, ja, wieso passiert ausgerechnet mir das? Wurde eingangs der Sendung schon gesagt, über eine halbe Million sind davon betroffen. Du bist jährlich. Du bist nicht da so eine Ausnahme, wie du manchmal annimmst. Und wichtig ist, diese Sache anzunehmen, diese Sache als Herausforderung anzunehmen, wie eben ein Gegner. Ich muss einen Gegner schlagen. Und ob das jetzt eine andere Fußballmannschaft ist, ich muss dieses Spiel gewinnen. Und ich will Meister werden und ich will mich durchsetzen. Und diese ganze mentale Power, die ich eigentlich nicht nur für mich, sondern auch für meine Mannschaft, für meine Mitspieler und auch Mitarbeiter immer wieder entwickeln musste, die kommt mir jetzt zugute, sodass ich sogar die Klinik manchmal ein bisschen mit anstecke, weil die haben natürlich auch oft mit traurigen Fällen zu tun. Ich bin jetzt kein trauriger Krebsfall, aber da haben wir ganz, ganz wirklich traurige Krebsfälle. Lieber Christoph Daum, als Ihre Biografie rauskam und ich die dann natürlich gelesen habe, habe ich gedacht, das liest sich über die vielen Seiten wie eine große Liebeserklärung an Ihre Frau. Ja, das ist unheimlicher Halt. Also manchmal leidet meine Frau mehr als ich. Also das ist mir schon unangenehm, dass ich oft gar nicht so sage, weil sie fragt eigentlich 10 Mal am Tag, wie bist du drauf, wie geht's dir? Und die betüttelt mich, die pampert mich. Also das ist mir manchmal sogar schon zu viel. Also ich sehe aber, die leidet mehr als ich. Und ich muss sagen, das ist eine unglaubliche Hilfe, eine unglaubliche Unterstützung. Und da sieht man wieder, das Wichtigste ist, ist die Familie. Wir denken immer an Karriere, an Erfolge und alles, was damit in Verbindung steht. Aber wenn wir mal zurückschauen, glaube ich, das Wichtigste ist in unserem Leben unsere Familie, ist der Partner, die Kinder. Ihre Frau hat Sie heute Abend auch begleitet und Sie waren jetzt vor kurzem nochmal richtig in Urlaub, sage ich jetzt mal. Ich darf auch, glaube ich, verraten, in Thailand. Auch Ihre Kinder haben Sie besucht. War dann nach der ganzen Behandlung so eine Auszeit auch mal eine Entspannung? Ach, unbedingt. Also wenn du ein halbes Jahr nur zu Hause und Klinik siehst, 2-3 Mal in der Woche,
die Infusionen kriegst und wieder Bluttests und wieder der Test wieder, das ist schon ganz schön belastend. Also eine Zeit lang kannst du dir das alles auch schön reden und auch sagen, das hilft dir und das ist auch wichtig und richtig. Du willst ja wieder gesund werden. Aber irgendwann brauchst du im wahrsten Sinne des Wortes mal einen Tapetenwechsel. Das habe ich auch mit meinem behandelnden Arzt, Dr. Wolf vom CIU hier in Köln besprochen, hat er gesagt, der ist ganz gut, wie Sie das machen. Sie sind eigentlich unser Vorzeigepatient. Machen Sie mal für eine Zeit einen Tapetenwechsel. Hat dann auch mit dem Krankenhaus in Pattaya alles abgesprochen, weil ich da auch Infusionen bekommen habe, welche Mengen, die Zusammensetzung, in welcher Zeit. Also hat sich unheimlich dafür eingesetzt, kann ich mich bei Herrn Wolf nur bedanken. Und ich war bei einem Freund im Hotel, da habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Und ich kann nur eins sagen, die Krankenhäuser in Thailand, die sind hervorragend. Die stehen, das Krankenhaus, wo ich war, steht in der Welt an achter Stelle. Die haben hervorragende Ärzte. Und ich muss sagen, wenn du hier bei uns bist, dann zu Recht beklagen die Personalmangel. Da bist du so gepampert, sag ich dir. Die haben so ein, wirklich, die haben so viele Krankenschwestern und Helfer, dass du wirklich da einen Service hast und eine Beobachtung, eine Betreuung. Unglaublich. Also ich ernehme Sie jetzt wahr, Herr Daum, wie, als Sie das erste Mal hier waren, kraftstrotzend und vor allen Dingen, es ist auch so eine bestimmte, ich würde fast sagen, so ein bisschen Wut. Nee, ich schaffe das. Ich habe das bis jetzt geschafft und ich schaffe das auch weiter. Ich habe es immer geschafft als Trainer Christoph Daum. Ich nehme es jetzt mal als Trainingslauf. Das kitzelt Bettina aus ihren Gästen raus. Christoph Daum, vielen Dank. Und wie gesagt, morgen ist Weltkrebstag. Vorsorge.